Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. So, unser nächstes Ziel ist die Polizeistation. Und zwar im Stadtteil Whitechapel. Also wollen wir da mal hin. Und Inspektor Aberline auf den Zahn fühlen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der hier mit der Presse zusammenarbeitet. Auf zur Polizeistation. Mhm. Whitechapel, Nacht des 29. und 30. September. Oh wow, da sind wir schon bald im neuen Monat. Kommen Sie, wieder zurück. Hierher, guter Mann, der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie, glücklicherweise, an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen können. Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich. Und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Okay. Ach, verdorri, ich glaube, diese Handschrift haben wir hier bisher noch nicht gelesen, oder? Babam, 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 oder? Ist das die? Moment. Egal, wir lesen den Brief erstmal. 25. September 1888. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber so weit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass sie auf der sechsten Spur wären. Auf der rechten, aha. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in einem, Ginger Ale Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es ist geronnen und fest geworden, so dass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun. Hoffe ich. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe, dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr Ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. PS, ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt einfach, kein Glück. Sie behaupten jetzt... Ich sei ein Arzt. Haha. Okay. Oh. Brief an Tom Bulling.
Everlines Telegramm, handgeschriebene Liste. Moment. Notizen über Springheat Jack. Ist auch nicht die gleiche Handschrift. Ein Stück Löschpapier. Nee, das ist durchgedrückt. Brief an Moore, zerknüllter Brief. Und der Brief aus dem Haus. Nee, überall nicht die gleiche Handschrift. Lieber Boss. Aber die nennen den Boss? Das finde ich schon ein bisschen strange. Herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, soll meine Fähigkeiten übersteigen? Wir werden sehen, Inspektor Eberlein. Wir werden sehen. Ich weiß jetzt, wer den Lieber-Boss-Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberlein erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch, warum. Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Springheat Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Okay, dann mal ab in den Pub. Reisen wir per Karte zum Wespennest. Ah, Holmes, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Und hier bin ich. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir mal rein. Du kannst mir vielleicht von Nutzen sein, weil du ja dem Typen mit ein bisschen Geld aus der Patsche geholfen hast. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Na, da ist er ja. Da ist er ja. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat, ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit »Lieber Boss« und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit »Jack the Ripper«. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheat Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie Ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Na, ob wir jetzt wohl doch nochmal mit Bluto reden wollen? Nein. Okay. Wenn Bluto mich sieht, könnte das sehr gefährlich werden. Okay, ja dann, ich müsste eigentlich jetzt nochmal mit Squibby reden. Aber in die Polizeistation werde ich ja so nicht mehr reinkommen. Weder in der einen noch in der anderen Verkleidung. Na, dann muss das... Schnell zur Polizeistation, Watson. Genau. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Und was wetten wir, dass Squibby tot ist? Squibby, nicht mehr im Gefängnis. Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um sie zu finden. Psst! Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen.
Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden. Nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Tja, viel Glück. Oh oh. Oh je, wer ist denn das? Lipski! Sackmanufaktur. Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumblety gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Tja, das ist, wäre ja ein Riesenzufall, hm? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie doch noch Ihren Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumblety, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Aber ich weiß nicht, da werden wir doch nichts finden. Vorsicht, Watson. Bleiben Sie an Ort und Stelle stehen, bis ich diese Spuren genauer untersucht habe. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. Okay, also erstmal die Fußspuren. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Okay, dann messen wir erstmal von hier nach hier. Schuhgröße 48. Wow, das sind große Schuhe. Der rechte Fuß, ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch mehr finden.
Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Ja, genau. Der rechte Fuß. Okay, okay, okay. Alles gut. Ja, wir wollen noch mehr finden hier. Na, gehen wir mal rein. Ich brauche Informationen. Wieso, was denn für Informationen? Ich vergesse nie die... Ja, ist gut, aber was sollen wir uns denn hier wohl noch angucken? Das ist kein Wasser. Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Ich hoffe. Okay, da haben wir eine Lache, das war wahrscheinlich Formalin. In dieser Pfütze liegen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Mhm, okay. Brief aus Tumblety's Zimmer. Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich fühle mich schrecklich, weil eine Fortsetzung unserer Beziehung sowohl meine Ehe als auch meinen Ruf gefährden würde. Daher muss ich wieder zu der Art von flüchtiger und körperlicher Liebe zurückkehren, bei der man sich mit ein paar Münzen für die jungen Männer immerhin Frieden und Anonymität sichert. Die Gefühle, die ich mehr und mehr für dich hege, machen mir Angst und ich möchte diese Leidenschaft lieber nicht folgen, weil ich fürchte, dass sie mich sonst ins Gänze verschlingt. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder an dem Ort, wo sich solche Männer wie wir treffen. Ich weiß, dass du diese Orte oft besuchst. Du verheimlichst ja nichts. Was mich angeht, so denke ich, dass ich mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Töchtern verbringen werde, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und ich hoffe, dass ich unsere leidenschaftlichen Begegnungen für immer vergessen kann. Leb wohl, Charles. Mhm. Hä? Okay. Mein lieber Francis, völlig ungeachtet unserer gemeinsamen Vergangenheit schreibe ich dir heute als Freund. Durch einige Bekannte habe ich von deinem neulichen Problem mit dem Gesetz erfahren. Du solltest vorsichtiger sein. England kann man in keinster Weise mit dem Wilden Westen vergleichen, aber auch hier lebt man nicht immer ungefährlich. Deine Neigung für junges Gesindel wird dir noch irgendwann große Probleme bereiten, egal ob nun im Gerichtssaal oder in einer dunklen Seitengasse. Ein Mann deiner Klasse und deines Vermögens muss sich nicht in schäbigen Schuppen aufhalten und seine Waffe überall hin mitnehmen. Um Partner zu finden, muss man keine Gewalt anwenden, außer man mag diese Gewalt. Gewisse Kreise, in denen wir früher verkehrt haben, stehen dir immer noch offen. Nutze diese gesunde und anständige Gesellschaft, anstatt dich mit diesen armen Burschen zu erniedrigen. Und, oh Gott, wirf diesen unsäglichen Koffer weg. Wer weiß, was die Leute, denen du seinen Inhalt stolz präsentierst, darüber denken und sagen. Der Mann, den du einst geliebt hast, Henry. Mhm. Dieser Dr. Tumblety fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Mhm. Der Arzt hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Okay. Da haben wir also zwei Briefe von ehemaligen Geliebten, sage ich jetzt mal. Und noch ein Brief. Verstehe ich nicht, wie Sie in diese Lage geraten sind. Ihre leidenschaftlichen Diskussionen über die Rechtsmäßigkeit dieses Krieges hätten mehr als nur einen überzeugen sollen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie Sie ihn bei diesem Treffen imitiert haben. Sie haben sich in der typischen Pose hingestellt und gerufen: Vicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann sein Ende finden. Kein Ende finden, bis wir diesen Schlüssel in der Tasche haben. Wir haben alle geklatscht. Selbst Lincoln höchstpersönlich hätte ihnen wohl applaudiert. In jenen dunklen Tagen gab es nur selten etwas zu lachen. So viele Tote und dann auch noch unser geliebter Präsident. Ermordet von diesem Feigling ließ er sein Leben ganz wie die toten Soldaten beim Sieg von Gettysburg, die tapfer fielen, damit wir am nächsten Tag tatsächlich den Vicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Auch wenn es dann noch sehr lange gedauert hat, bis der Feind 1865 im Appomattox Courthouse die Kapitulation unterzeichnete. Falls dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war,
Scheint ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Vicksburg ist der Schlüssel. Interessant. Aha. Okay, ob uns das auch noch weiterhelfen wird. So, das war die Tür nach draußen. Hier haben wir uns auch noch nicht umgesehen. Der Koffer, was haben wir denn hier? Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. Okay. So, in Vicksburg haben wir hier auch stehen. Morgen haben wir den Schlüssel. Vicksburg. Vicksburg ist der Schlüssel. Und dann haben wir hier noch irgendwie sowas wie Uniformen und Soldatenmützen. Außerdem haben wir hier noch ein paar Flaggen. Und wir haben hier unten auch noch ein paar Daten. Okay, ich denke mal, daraus sollen wir hier das Passwort, was anscheinend aus 6 Zahlen besteht, basteln. Ach so, Vicksburg plus irgendwelche Zahlen plus eine Flagge plus ein Uniformteil. Okay, gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich lasse das Ganze hier mal noch so lange offen, so lange wie ich rede. Vielleicht habt ihr dann Lust, schon mal ein bisschen mitzuraten. Wie gesagt, morgen beschäftigen wir uns hiermit. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Habt noch einen schönen Tag.